The power of the dark side, 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 side. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Eine hat der Katze. Der hat die Katze Maske gehabt. Spuren werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Na, sie ist stur, das muss ich ihr lassen. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören. Schießt die mit Wasser, aber... Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Oh, wir sind wieder bei Batman. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Wie krank. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran. Doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu legen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten! Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Boah, das scheint ein Smartphone. Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel.
Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Suche kalte Stellen. Diese Richtung. Was ist der Letzte eigentlich angestellt? In Deckung, es ist Batman! Komm schon, Batman. Hier muss es zu Frees Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das die vor. Fledermaus. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Was ist denn das für ein Bett-Symbol? Ich sag's dir, es ist wahr. Der Joker verreckt da drin. Batman, er ist hier! Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Was ist los, Batman? Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? Die solltest du haben! Komm hier rüber, Batman! Hast du etwa Angst? Komm schon, Batman! Kämpf mit mir! Prügeln wir weiter! Yeah! Soll das gleich Training sein, oder was? Die Außenmauer von Arkham City wird von... Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Nähern Sie sich nicht der Mauer. Auf jegliche Züge der Handlung wird mit äußerster Härte reagiert. Ist das schon der kälteste Ort? Nö. Wird immer noch kälter. Okay. Batman! Es ist Batman! Scheiße. Schade, dass der bei einer Brunner gefallen ist. Und batsch an die Wand mitten. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Welches? Woran hängt's? Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Batman! Hier drüben! Ich hab ihn erst hier! Verkackt! Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist! Hab mich wohl geirrt? Okay. Die Tür, sie ist zu. Wir haben ein bisschen und was verkackt. Jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann?
Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Und gleich wieder weg. Oh Gott. Leute, bewegt eure Ärsche her. Sofort! Ich habe einen gefunden. Komm, wach auf. Verdammt, er ist bewusstlos. Boah, schade, wir kriegen so Kenner. Wie macht er das? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Es sind nur noch drei. Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Nur noch drei. Was glaubst du, wo er hin ist? Geht bestimmt schief, geht bestimmt schief, geht bestimmt schief. Wuhu! Komm schon, da bist du ja, Batman! Komm, er ist da lang! Boah, wie weit noch weg! Na, magst du Ostereier? Oder sind sie doch zu heiß? Das nur erinnern nur noch. Was zum Henker bist du, Batman? Nja. Gut, die hätte man. Ich höre. Oh, Batman, du klingst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Wenn du sie verletzt, Zaz, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling? Klingeling? Naja, das machen wir jetzt aber nicht. Echt jetzt? Ich soll jetzt echt das Klingeln machen? Mann! Arkham City ist eine Besserungsanstalt mit Chancengleichheit. Sogenannte Superkriminelle erhalten keine Sonderbehandlung. Thank you.
nicht, denn er hasst. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein? Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Wir müssen jetzt mit dem Controller, dann sie in dem Signalbereich drin bleiben. Könnte, ihr elendes Leben zu bis der Balken sich unerfüllt, während du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Verdammt. Vorsicht! Batman ist hier! Der hat mich ewig weit von der ersten Mission weggebracht. Ach, Mann. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Wir sind hier so halber Spider-Man, habe ich das Gefühl. Er hat mit Strange irgendein Geschäft gemacht. Deshalb hat er auch Freeze da unten. Tatsächlich? Verdammt, was ist los mit dir? Wieso weißt du von all den Sachen nichts? Was macht er hier? Er ist keiner von uns, oder? Ich hab ihn gesehen, er kam aus dem Nichts, hat alle im Gerichtssaal erledigt. Wenigstens hat's das Kätzchen erwischt. Die hat er gerettet und die Boss erledigt. Was jetzt? Batman und Catwoman sind frei, Two-Face ist total fertig und wir sitzen hier draußen in der Kälte fest. Riddler. Ja, vielleicht haben wir ja die falsche Seite gewählt. Batman hat sich nur für Catwoman interessiert. Wir brauchen doch mal kurz eine Map. Bitte, ich bin auf dem Dach des alten Gotham FM-Gebäudes. Erweitertes Realitätstraining online. Ziert. Er hat den Boss zurückgelassen und der plant jetzt seine Rache. Sobald wir den Befehl kriegen, ziehen wir los und schnappen uns jeden, der wissen könnte, wo Freeze ist. Auch die Jungs von Two-Face? Speziell die Jungs von Two-Face. Joker traut der Matschfresse nicht und ich tu's auch nicht. Dieser Mist würde ihm ähnlich sehen. Schätze ja. Was ist los? Willst du dem Boss nicht helfen? Doch, natürlich. Es ist nur... Naja, ich habe mal mit Harvey rumgehangen, aber sag es keinem. Ich war ein paar Jahre Teil... Die Fledermaus ist hier! Kommt, da wird gekämpft! Unser Ziel räumt gerade auf. Ich nehme... Ausgeschaltet, Batman lebt. Tja, war doch klar. Stufenaufstieg, das nehmen wir doch mal glatt wieder mit. Verstärkter Kleidangriff. Es wäre cool, wenn die sofort K.O. werden. Haben wir das? Mehrere Gegner. Okay, haben wir genommen. Wir haben jetzt neben wieder diese Anzeige, wo uns zeigt, wo es am kältesten ist. Und der gehe ich gerade so ein bisschen nach, um wieder den kältesten Punkt zu finden. Vorhin waren wir doch hier. Ja. Das hier ist zutreffend. War das hier? Ich hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist.
Hab mich wohl geirrt?